So, ich sitze jetzt hier mit Struxi, der diese Finals nicht spielt, sondern nur zuguckt. Gerade das erste Halbfinale, Alternate gegen Faculty. Faculty hat gewonnen mit 2-0 Maps. Hättest du erwartet nach der Vorgeschichte, dass Asmo und Mantis halt schon bekannt gegeben haben, dass sie Faculty verlassen, oder hättest du Alternate hier vorne gesehen? Ich hätte schon Faculty vorne gesehen. Ich wusste ja auch, wie Felix gerade gesagt hat, dass Rang rausgeht. Das weiß ich also schon ziemlich lange, schon seit Wochen, sag ich mal so. Und ja, ich denke mal, die haben da auch irgendwie Beef. Die haben ja genauso viele Events, sag ich mal, wie Faculty. Bisschen verkackt. Also ich denke mal, ja, eigentlich 50-50, aber ich habe schon an Faculty geglaubt. Okay, gleich dein altes Team, Mousebots, gegen die Dotpixels. Glaubst du, dass Goppy vielleicht nochmal die Motivation reingebracht hat, die gefehlt hat? Oder glaubst du, dass er eine Schwachstelle sein wird? Ja, eine Schwachstelle ist er auf jeden Fall nicht, aber ich sag mal so, die ganze Sache mit Stavros und so und die ganzen Wechsel ist natürlich auch nicht gut für Maus und da wird auf jeden Fall nächste Saison auch alles durchgewechselt werden. Deswegen, also das Team ist auf jeden Fall schwächer als, sag ich mal, noch mit Sonics nach Command, würde ich sagen. Aber jetzt nicht wegen Party. Okay, Ergebnisse für das Spiel? Trotzdem 2-0 Maus. Okay, Oskar, also siehst du Faculty und Mousebots im Finale? Ja. Wen siehst du da vorne? Kann der Faculty wieder so befreit aufspielen oder wird Mousebots das Ding nach Hause fahren? Ne, ich denke auf jeden Fall, dass Faculty da gewinnt. Also jetzt nach dem Push so. Okay. Ich sag mal, Maus für Maus ist das eher ein Pflichtsieg gegen Dotpixels zu gewinnen. Das ist ja, die stehen unter Druck. Da fällt nicht der Druck ab. Die sind nicht erleichtert, wenn die das gewinnen, sondern das ist einfach nur ganz normal. Okay, kommen wir jetzt ein bisschen zu dir und deinem Team, TCM Gaming. Ihr hattet zuletzt eine lange Zeit mit Chox und Guardian gespielt und auch ziemlich erfolgreich, auch den Techless Cup zuerst gewonnen. Dann kam die Nachricht, dass Chox zu Rebel Games geht und Guardian hat verkündet, dass er inaktiv geht. Wie habt ihr das so aufgenommen? Habt ihr davon gewusst, dass Chox dann wirklich ein Angebot bekommen hat von Rebel Games, oder war es auch eher, sag ich mal, schockierend für euch? Also schockierend war es schon, weil wir haben ja 3 Online-Turniere am Stück gewonnen und es lief richtig gut. Aber ich sag mal, Shoxi hat komplett von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Wir haben ihm sogar gesagt, komm, spiel mit uns und wenn das Rare Games Angebot kommt, wir sind nicht sauer, dass wenn du dann gehst. Und dann, also im Endeffekt war es dann so, wir haben alles gewonnen und er war zufrieden. Guardian hat auch ein Angebot abgesagt oder beziehungsweise nicht mehr darauf warten wollen, sondern hat uns zugesagt. Und ja, dann war Shoxi eben auch mit uns zufrieden und da hat Rare Games dann ein Ultimatum gestellt von 24 Stunden und sie haben sich dann eben für ihn entschieden. Kann man halt nichts machen. Und war es für Guardian vor allem anklar, dass er nur mit Shoxi bei euch bleiben wird oder hättet ihr ihn auch halten können? Ja, es ist noch nicht so ganz sicher, ob wir mit ihm weiterspielen oder nicht. Also er ist natürlich erstmal enttäuscht, wie alle, aber ja, kann ich jetzt noch nicht so sagen, ob er weitermachen möchte oder nicht. Okay, dann ihr musstet das Finale nochmal spielen, habt dann noch deutlicher gewonnen als im ersten Spiel, dann aber mit Asmo und Mantis. Waren die beiden auch dann eine Option für euer Team oder war es von vornherein klar, dass sie halt nur einmal aushelfen werden und dann nicht mehr mit euch spielen? Sorry, warte schon mal kurz, ne? Tugux. Ja, würde ich schon sagen, ne? Also musst du die beiden natürlich auch fragen, ob das eine Option für die ist, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Option, wenn so 2 Spieler frei sind, so auf dem deutschen Markt wieder ein deutsches Team zu machen, denke ich mal, klar. Also erstmal war das jetzt nur kurzfristig natürlich für den Cup und dann für Minsk und ja, dann müssen wir mal gucken. Okay, in Minsk geht es dann gegen EC Gaming, die auch zuletzt immer mehr gestrauchelt haben und halt eine schwere Zeit durchgemacht haben. Wie rechnest du dir da die Chancen aus? Und ich meine, 3.500 Euro sind jetzt nicht allzu wenig für den ersten Platz. Ja, also erstmal hoffe ich, dass wir da überhaupt hinfahren können, weil das ist sehr, sehr kompliziert mit dem Visum und allem. Und die Admins spielen da ja auch ein bisschen gegen uns. Jetzt nicht mehr so wie vor dem zweiten Match, aber ja, ich weiß nicht, ich denke mal, wir werden ein paar Mal trainieren. UDSC trainiert natürlich die ganze Zeit durch und ja, aber ich denke mal, das kann man schon gewinnen. Also ich gehe da auf jeden Fall mit Siegessicherheit rein. Ich persönlich schätze auch zum Beispiel Navi viel stärker an als CSC. Aber es ist natürlich Internet, ja. Muss man gucken. Okay, dann zum Schluss jetzt nochmal. Du hast jetzt die EPS-Season von außen beobachten können. Wie denkst du also den Stellenwert der EPS? Viele sagen, dass die EPS halt mittlerweile ziemlich langweilig geworden ist und keinen hohen Stellenwert mehr hat in Deutschland.
Wie siehst du die ganze Geschichte jetzt, wo du eine Saison so von außen raufblicken konntest auf die Teams? Und wie entwickeln sich die Teams auf, dass Talente nachkommen oder dass halt immer noch die Einklassengesellschaft war wie davor? Also erstmal sehe ich das so ein bisschen wehmütig jetzt so am Ende, dass ich nicht gespielt habe. Weil jetzt hätte man natürlich schon mal wieder die Finals gerne am Ende gespielt, aber ja, das Level allgemein ist natürlich extrem niedrig, weil die Logics-Leute, das sind ja eigentlich auch, sag ich mal, Finals-Kandidaten in so gut wie jeder Season. Und ja, die sind auch nicht dabei, also das Niveau ist schon ziemlich niedrig und ob da jetzt irgendwelche großen Talente nachgekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, ich habe gehört, Tapsen soll so ziemlich gut sein, aber der ist ja, sag ich mal, auch schon was länger dabei. Ne? Und ja, also für uns persönlich war das jetzt, also die SL zahlt ja neuerdings Preisgeld aus. Das wäre ja an sich wieder ein Punkt, dass man spielen müsste, aber für uns ist es halt, sag ich mal, so die Sache hier in dem Studium und so, das ist alles nicht so toll. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier läuft zwar alles, du hast gute PCs, du hast gute Bildschirme, du hast keine Verzögerung, aber als Spieler nimmst du lieber 3 oder 4 Stunden Verzögerung in Kauf, wenn du vor, sag ich mal, 1000, 1500 Leuten im Tanzboden spielst. Also das ist alles für dich als Spieler und du willst einfach nicht hier in dem Studio spielen. Und das nagt einfach so ein bisschen an der Motivation, EPS zu spielen. Ja, alles klar, dann danke ich dir schon mal. Irgendwelche Shoutouts an Buddies in der Szene. Achso, Benni, Simon, Kirby. Alles klar. Das war's.